Schirm am Abend hängt man sich zum ersten Male ein. Gut beschirmt durchs Regenwetter, nur wer ein rundes Dach über dem Kopf trägt, der bleibt trocken, wenn es mal wieder so richtig gießt. Wenn der Himmel weint, dann lacht dieser Mann. Willi Schüffler aus Essen ist gelernter Regenschirmmacher. 1920 gründete sein Vater den Familienbetrieb. Das Metallgestell und den Schirmstoff bekommt der 51-Jährige fertig geliefert. Alles andere erledigt Schüffler in seiner Werkstatt. Ein Schirm wird handwerklich gefertigt bei uns und er wird zunächst zugeschnitten mit einer Stanze. Diese Stanze hat eine Höchstbelastung von 18 Tonnen Druck und mit Hilfe von Messern wird dann der Stoff ganz exakt millimetergenau in verschiedene Felder zugeschnitten. Insgesamt 4 Angestellte arbeiten in Schüfflers Unternehmen, nähen Stoffstück an Stoffstück und montieren sogar die kleinsten Teile per Hand. Die Schirmspitzen sind meistens aus Metall, es gibt aber auch welche aus Kunststoff. Und die Schirmspitzen halten den Bezug an den Schirmstangen. Damit wird der Schirm aufgespannt auf das Schirmgestell und der Schirm bekommt dann seine endgültige fertige Form, wenn er mit den Spitzen aufgesetzt ist auf den Schirm. Im Essener Stadtteil Heisingen hat der Schirmherr sein Geschäft. Dort verkauft er nagelneue Modelle aus seiner Werkstatt. Die sind für unter 100 Mark nicht zu haben. Doch Schüffler macht auch alte Schätzchen wieder flott. Das kostet weit weniger. Ja, da ist er ja fertig geworden. Das ist das gute Stück. Ja. Wir haben da eine neue Stange eingesetzt. Ja. Die spann den nochmal auf. Ja, genau. Angucken. Mein Lieblingsschirm. Wir produzieren etwa 2000 Schirme im Jahr selbst in unserem eigenen Atelier und reparieren etwa 8000 Schirme, wobei wir nicht alle Schirme für uns selbst reparieren, sondern auch für andere Firmen mit. Da ist also noch ein gewisser Anteil. Wir machen also auch Reparaturen für andere Unternehmen, die Schirmreparaturen und Schirme führen. So etwas passiert mit seinen Schirmen nicht, verspricht Schüffler. Er gibt auf alle Teile Garantie, mindestens ein Jahr und bei jeder Windstärke. Hängt man sich zum ersten Mal ein. Soll gelegentlich mal die Sonne rausgucken. Ja, da ist der kleine Knirps gefragt oder aber auch der große Golfschirm. Monatelang lagen sie achtlos in der Ecke, jetzt werden sie wieder zum wichtigsten Begleiter. Dauerregen und kräftige Schauer, wenn der Regenschirmmachermeister, glaube ich, heißt das. Willi Schüffler aus Essen diese Wettervorhersage hört, ist er guter Dinge. Tiefausläufer spülen ihm die Kundschaft nämlich quasi ins Geschäft. Ob bunt oder schwarz, groß oder klein, eines haben fast alle Schirme gemeinsam. Sie werden nicht besonders alt. Kaum hat man sich an das gute Stück gewöhnt, ist es auch schon wieder im Bus liegen geblieben. Kein Wunder, dass nur die wenigsten viel Geld für einen Schirm ausgeben wollen. Maximal 10 Mark. Das ist aber nicht viel. Ich würde hochgehen im Notfall, wenn es wirklich stark regnen würde, bis zu 15 Mark. Ich mag keine Schirme. Für einen Taschenschirm so um die 60, 70 Mark und für einen Stockschirm muss es schon 100 bis 150 sein. Die Anspruchsvollen, die Sparsamen, die Vergesslichen, Willi Schüffler kennt sie alle. Er ist Experte in Sachen Schirm. Über 300 verschiedene Modelle gibt es in seinem Geschäft in Essen, alle angeblich besonders haltbar. Wir haben also sogar Erfahrungen gemacht, dass Schirme 30, 40, 50 Jahre alt werden können und dann bei uns noch repariert werden, wenn die Gestelle eben wirklich sehr, sehr gut sind und die Stoffe sehr gut sind, dann sind Schirme im Grunde unverwüstlich und kleinere Schäden lassen sich dann auch im Fachgeschäft oder in der Schirmreparaturwerkstatt dann beheben ohne weiteres. Die Reparatur ist seine Spezialität. Willi Schüffler kriegt jeden Schirm wieder hin, egal welches Modell. Er hat bestimmt das passende Ersatzteil auf Lager. Wegschmeißen muss nicht sein, schon allein aus ökologischen Gründen. Als gelernter Schirmmachermeister weiß er noch, wie man Schirme in Handarbeit selber herstellt. Prominente Politiker und sogar der Papst haben schon unter seinen Schirmen gestanden. Bleibt das Problem der Auswahl. Bei so vielen Modellen, Farben und Formen fällt die Wahl nicht leicht. Aber woran erkennt man, ob ein Schirm auch etwas taugt? Ein guter Qualitätsschirm
sollte zum Beispiel 10 Speichen haben. Das ist also für den Laien immer sehr leicht zu sehen und sehr leicht zu unterscheiden schon, ob ein Schirm eine hohe oder eine geringere Qualität hat. Und man sollte sich auch schon beraten lassen von jemandem, der etwas davon versteht. Seinen eigenen Schirm hat er natürlich auch selbst gebaut. 15 Jahre ist das her. Kaputt gegangen ist er noch nie.